Eduard, jetzt haben wir vorhin in der Sendung drüber gesprochen. Sie stellen mir eine Massageliege vor, weil ich gesagt habe, ich habe selber mal vierten Lendenwirbel kaputt gehabt, ich habe einen Gleitwirbel im Brustwirbelbereich. Jetzt sitzen wir hier auf dem Hocker und nicht auf einer Liege. Ja, sieht so aus, ne? Ja, definitiv. Ja. Also ist das jetzt nur platzsparend oder ist das die... Ich zeige dir schon mal. Gut. Kann man es natürlich als Sitzposition benutzen. Ja. Sobald du die aber so ausziehst, ist ja auch platzsparend. Ja? Und das heißt, so jetzt ist es eine Gesundheitsliege. Okay. Ja? Und du kannst sie gleich hier drauf setzen und hier mit dem Kopf drauflegen. Ja. Probier mal aus. Dann mache ich das jetzt mal, meine Damen und Herren. Ich lege mich mal drauf. Ich mache meine Uhr mal vorsichtshalber ab. Ja, brauchst du nicht, ist okay. Ich mache sie mal ab. Komm, ich halte die. Ist ja, ich sage immer mal so. Vielleicht kriegst du es wieder zurück. Okay. Ja. Und ist das jetzt eigentlich egal, wie groß ich bin? Nee, das wird ja auch vermessen, ja? Bei jeder Anwendung. Ja? Das heißt, siehst du den Knopf, du drückst ihn einfach und gut ist. Ja? Zack. Und das geht auch schon los. Und jetzt wirst du wahrscheinlich etwas merken. Okay, es ist jetzt auch die Musik an. Ich versuche mal, die etwas leiser zu stellen. Ja. So, jetzt dauert ein bisschen, das geht in die Ausgangsposition, jetzt ist wahrscheinlich etwas, wenn du nach oben noch rutschst, so 5 cm, dann liegst du auch richtig in der Mitte und somit kannst du jetzt auch starten. Ja. Mit deinem Pips wird das gestartet, das heißt, erster Gang wird deine Wirbelsäule vermessen. Okay. Ja, und gleichzeitig wirst du massieren, gestreckt, die Wirbelsäule wird korrigiert, ja, und probier es einfach aus und dann sagst du mir, was du davon hältst. Jawohl. Für mich persönlich muss ich sagen, ja, mein Körper wird jetzt gerade zumindest schon mal in eine Position gebracht, die wieder sehr entspannend ist. Also dadurch, dass dieses Rad, was wahrscheinlich da drunter ist, mich in diese Ursprungsform der Wirbelsäule wieder zurückbringt. Ja, da habe ich noch was vergessen. Ne? Da gibt es ja noch ein Sahneschnippchen oben drauf. Das heißt, so ein Jadesteinprojekt und den legt man sich da drauf, wo man halt will. Ja? Ob auf dem Bauch oder auf die Schlagader oder sonst noch wo. Die wohltuende Wärme tut halt, was sie tun muss. Ne? Was ich persönlich mal besonders schön finde, ist gerade, wenn man ein solches System für sich auch erst einmal kostenfrei testen kann, beziehungsweise vielleicht eine kleine Pauschale dafür zahlt. Aber dass ich wirklich mich erst einmal selber von diesem Produkt überzeugen kann und dann sagen kann, guten Gewissens, das ist keine Fehlinvestition, sondern eine richtige, gute Investition für meine Zukunft bzw. für meine gesundheitliche Zukunft. So, jetzt war Beispiel deine Wirbelsäule vermessen. Ja. Jetzt geht es auf die angegebene Stufe, da kann man alles anpassen. Gibt es 12 Programme. Stufen kann man regulieren, gerade ist jetzt Stufe 3, also die mittlere. Ja. Und somit kriegst du jetzt ca. 6 Behandlungen. Von Akupressur, Infrarotwärme, Chiropraktik, Moxa-Therapie und letztendlich die Musikentspannende und so weiter. Wie fühlst du dich? Es fühlt sich sehr angenehm an. Mhm. Alleine jetzt auch schon diese Wärme, die ich auf dem Bauch halt habe, fühlt sich richtig gut an im Moment. Dieser angenehme Druck an der Wirbelsäule, muss sagen, yo, dadurch, dass ich gerade eben ein bisschen gehandicapt bin, was Erkältung anbelangt, ist das eine absolute Entspannung geworden. Ja, meine Damen und Herren, ich habe jetzt 36, boah, ich glaube, ich bin total verstanden. Ich habe jetzt 36 Minuten hier auf dieser Seragem-Liege gelegen. Ich fühle mich wirklich total gigantisch. Es war wunderschön, es war wie im Traum, wie ein völlig entspannter Kurzurlaub, meine Damen und Herren. Ich kann es Ihnen wirklich nur empfehlen, probieren Sie diese Massageliege für sich einmal aus. Wie gesagt, probieren Sie es im Studio aus, nehmen Sie sie mit nach Hause zum Probieren. Das ist wirklich total tolles Gefühl. Und sicherlich eine gute Investition für Ihre gesundheitliche Zukunft. Deine Reise ist vorbei, jetzt kann man es wieder zumachen. Jetzt wandelt sich die Gesundheitsliege wieder in den, was hast du gesagt? Hocker. In den Hocker, in den Sessel. Eduard, ich sage recht herzlichen Dank als Studiogast, recht herzlichen Dank für die Vorführung dieser Massageliege. Dankeschön.